Hallo, hier ist wieder eure Heidekönigin Johanna. Heute einmal ohne Kleid, aber dafür mit der Krone in der Hand. Denn sie soll heute mal Thema dieses kleinen Videos werden. Ich bin nämlich jetzt schon mittlerweile fast 4 Wochen im Amt und habe schon viele Veranstaltungen besuchen dürfen und viele, viele Fragen beantworten dürfen. Und eine der wohl am häufigsten gestellten Fragen ist wohl, wie denn diese Krone so lange so schön frisch aussehen kann und so schön blühen kann und ob sie denn überhaupt echt ist. Und ja, ich denke, man sieht hier ganz gut, sie ist echt. Sie ist aus frischer Heide gebunden, jedes Jahr wieder zum Heideblütenfest. Und diese Krone trage ich auch im Moment immer zu den Auftritten. Und wenn ich sie nicht trage, wird sie möglichst kühl und dunkel gelagert in unserem Kühlschrank zusammen mit den beiden Kronen meiner Schwestern, die mich ja als Ehrendamen begleiten dürfen. Ja, und da werden sie so schön kühl und dunkel gelagert, dass sie ganz lange frisch bleiben. Ja, aber warum befinde ich mich jetzt in unserem Keller? Es gibt noch ein weiteres Geheimnis um die Kronen oder um die Krone. Und zwar befindet sich hier in unserer Kühltruhe zwischen unserem tiefgefrorenen Essen ein Eimer mit der Aufschrift Heilkrone. Und ja, wie könnte es anders sein? Darin befindet sich die zweite Heidekrone. Die ist jetzt hier noch schön tiefgefroren und ganz kühl gelagert. Denn man sieht auch, sie blüht noch wirklich total schön lila. Und solange sie hier gefroren ist, wird das auch so bleiben. Das heißt, sie bleibt jetzt hier schön ruhig in ihrem Eimer ruhend, bis sie dann wahrscheinlich irgendwann im Winter zum Einsatz kommt, wenn die andere Krone nicht mehr so schön blüht. Ja, das ist dann wohl das große Geheimnis der Heilkrone oder auch die Antwort auf die wohl am häufigsten gestellte Frage. Ja, damit bis bald.